Wir brauchten einen 26. Spieltag in der Easy Credit BBL. Telekom Basket gewonnen gegen den Mitteldeutschen BC. Endergebnis 105:98 vor 5100 Zuschauern. Begrüße zu meiner Linken. Willkommen zurück in Bonn. Silvano Popovac, Head Coach des MBC. Und zu meiner Rechten Basket Head Coach Chris O'Shea. Fangen wir immer mit dem Gästetrainer an. Silvano, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, zum Spiel gratuliere ich Chris und seiner Mannschaft zum letztendlich am Ende auch verdienten Sieg. Für uns ist es echt schade, weil es könnte auch auf die andere Seite gehen. Aber in den entscheidenden Momenten, wir haben entscheidende Fehler gemacht. Oder Bonn hat so entscheidende Plays gemacht. Und damit diese kleine Vorsprung gekriegt, die der eine gewisse Sicherheit gegeben hat. So, und ja, ich denke, meine Mannschaft hat gut gekämpft, hat alles gegeben, hat nie wirklich aufgegeben, obwohl wir mehrere Mal in Rückstand waren. Und das ist positiv, das ist gut für uns. Ja, und das die andere Seite, dass wir verbessern müssen, ist, dass wir ein Spiel gehen müssen mit der Idee zu gewinnen. Ja, nicht einfach ein bisschen mal zu schauen und den Gegner auf 10 Punkte weglassen und dann anfangen zu spielen. Ja, das ist sehr schwierig auf dem Niveau, dann das aufzuholen. Ja, wie gesagt, noch einmal gratuliere. Und ja, wir bleiben positiv und werden weiter kämpfen bis Ende der Saison. Eines der sehr positiven Dinge war, Dreier im dritten Viertel. War das, dass ihr eure Plays tatsächlich besser gelaufen seid oder hat Bonn da defensiv zu viel Abstand gelassen? Ich denke, das war da eine Pressemitteilung oder sowas, weiß nicht. Ich denke, das war der Grund. Das wurde ein bisschen unterschätzt, unsere Dreiergefahr. Und wir haben das die Spieler gesagt. Und ja, es ist echt schade, dass das nicht so wirklich so ausgegangen ist mit dem Sieg. Ja, dann hättest du ein Problem gehabt. So. Danke. Habt ihr auch was zu lernen. So hat Bonn am Ende 14 von 23 getroffen und das Spiel gewonnen und alles ist super. Es ging um Harmlosigkeit, ja, beim Dreierwert. So. Aber am Ende tatsächlich, man muss es ja festhalten, der MBC mit 16 von 34. Chris, dein generelles Statement bitte. Ja, wie erwartet, es war ein schwieriges Spiel für uns. Man weiß nie, wie die Mannschaft rauskommen wird nach einer 2 Wochen Pause, was für uns definitiv ungewohnt ist. Ich fand insgesamt so besonders offensiv waren wir sehr gut. Teamplay war exzellent, 30 Assists, wir haben den Ball gut bewegt, gute Lösungen gefunden. Hat mir schon gut gefallen, dass wir teilweise ein bisschen wild waren, wenn wir die Kontrolle hatten über das Spiel ein paar Mal. Und diesen, sagen wir, Unkonzentriertheit hat zu ein paar Turnovers, Ballverluste gegeben und einfache Punkte für MBC. Und die haben dann direkt diesen Selbstvertrauen gewonnen, wieder im Spiel zu kommen. Und ab diesem Zeitpunkt, sagen wir Ende ersten Viertel, zweiten Viertel, war dann ein knappes Spiel, ein enges Spiel. Defensiv aus dem dritten Viertel war ich durchaus zufrieden mit alles. Wir haben schon unseren Gameplan durchgesetzt. Wie JB gesagt hat, normalerweise sind die nicht einer von den besseren Dreierteams von Percentage, aber heute waren sie richtig gut und die haben einen guten Werfer. Ich meine, ein Warren, ein Novak, ein Karouche, die können alle heiß laufen. Und heute hatten die freien Platz ein paar Mal und sind heiß gelaufen und haben das Spiel ein bisschen gedreht im dritten Viertel wieder. Aber insgesamt bin ich schon zufrieden mit der Leistung von der Mannschaft, besonders nach dieser Pause. Und ich glaube, wir mussten einfach lernen, dass momentan in der Saison jedes Team spielt und irgendwas. Teamspielen um Klassenhalt-Teamspielen um Playoff-Camp, Teamspielen in den Playoff-Camp um Positionen und wenn du nicht mit diesen Hungrigen, mit dieser Mentalität in jedes Spiel gehst, dann hast du ein Problem. Und wir haben gesehen, mehrmals, so gestern waren schon Ergebnisse und das wird genauso in den letzten 6 Wochen. Du musst mit deinen Hunger spielen oder deiner Mentalität gehen, dass fast jedes Spiel ist ein Endspiel. Und ich wünsche MBC dann alles Gute für den Klassenerhalt und besonders Silvano. Ich freue mich schon, dass er wieder arbeitet und ja, man merkt, dass MBC hat verbessert über die letzten Wochen. Und ja, wie gesagt, alles Gute zum Saisonende.
Ich bekenne mich statistisch schuldig. Ich bekenne aber auch, dass Bonn mit 30 Assists so viele Assists verteilt hat wie in dieser BBL-Saison noch gar nicht. Liegt das an den 2 Wochen Pausen? Habt ihr an den Plays rumgeschraubt oder woran lag es, dass der Ball heute so gut lief? Ich meine, wenn du 2 Wochen Pause hast im Training, kannst du auch fast alles erarbeiten. Wir haben einfach allgemein trainiert und vom Anfang an wollten wir immer mit gutem Teamplay spielen. Das ist wichtig für mich, das ist wichtig für die Spieler und wir sind am besten, wenn der Ball bewegt. Und wir wollen schnell spielen und guten Teamplay. Und das freut mich sehr, dass über die 30 Assists war. Das zeigt, dass das Teamplay da ist und das, was in der Offensive stimmt in der Mannschaft. Vielen Dank. Fragen an die Coaches. Der Bert zuckt schon. Ich zucke, ja. Chris, ich würde dich doch noch bitten, mal zum dritten Viertel ein paar Worte zu sagen. Mhm. 35 Gegenpunkte, 9 Dreier. Da kann man nicht so einfach sagen, wir waren defensiv nicht ganz auf der Höhe. Mhm. Hat man das nicht von dir aus in irgendeiner Form stoppen können oder besser managen können? Da war doch die Gefahr, dass das Spiel hinuntergeht. Ihr seid im Rückstand geraten. Unsere Pick-and-Roll-Defense im dritten Viertel war nicht so gut. Wir haben oft die haben die so Warren und oft Kirsch auf die Weak Side gesetzt und das Pick-and-Roll-Defense war nicht gut genug am Ball mit genug Druck und die konnten den Ball viel besser passen und viel schneller passen und natürlich, wenn der Ball schnell passt in Offense, ist es schwer für die Defense zu rotieren und das hat mir nicht viel gemacht und ein paar Mal definitiv ein paar Fehler vom Strong Side helfen und offene Dreier kassiert in den Ecken und das müssen wir auf Video schauen und erarbeiten, weil 9,3 Viertel ist definitiv zu viel. Eine Frage an den Silvan Poropat. Wie schätzen Sie jetzt Ihre Lage im Abstiegskampf ein? Wir haben noch, soweit ich das sehe, nächste Woche das Spiel gegen Jena im direkten Vergleich, am letzten Spieltag das direkte Vergleich mit Bremerhaven. Würde es reichen, die beiden Spiele zu gewinnen oder muss noch was anderes kommen? Wie schätzen Sie die Lage ein? Also unser 4-5-Kampf heute? Keine Ahnung. Wenn am Ende wir, sagen wir so, 16. sind, das ist reicht. Ja. So, ich weiß nicht, was da bis dahin passieren kann. Ich bin kein Hellseher. Ja. So, ich kann das. Wir müssen uns jedes Spiel einzeln angucken. Ich denke, wenn wir zu viel kalkulieren, philosophieren, wird nicht gut sein. Das weiß ich. Und alles andere, es geht jedes Spiel reinzugehen, so wie heute auch, versuchen zu gewinnen, noch mehr als heute, ja, so mit einer klaren Einstellung, die Spiele zu gewinnen, eins nach dem anderen. Das ist, denke ich, die Formula. Ja, so. Und was reicht am Ende, kann ich wirklich, ja, das kann, denke ich, niemand sagen. Ja, so. Und ich denke, es ist auch nicht gut, zu viel zu kalkulieren. Ja, so. Man sieht auch, was jede Woche passiert. Ja. Also plötzlich kommt einer und sagt, oh, guck mal, wir haben gestern gewonnen. Nein, wir haben gestern gewonnen. Und vor 2 Wochen hätte jeder gesagt, naja, das gewinnt Kreisheim nicht. Und so, ja, das ist, ja, da verliert man zu viel Energie, denke ich. Ja. So, und wir dürfen das auch nicht tun. Ja. So, weil wenn wir zu viel Energie in Sachen, die wir nicht kontrollieren können, investieren, dann wird es sicherlich nicht gut. Ja. So, und wir wollen aber, dass es gut ist. Ja. Deswegen, ja, Busfahrt nach Hause, wieder schauen. Und dann nächste Training, nächste Tag und nächstes Spiel. Und das ist die Formel aus meiner Sicht. Dann gehen wir das an. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann wünschen wir den Gästen eine gute Heimfahrt. Und für die Baskets geht es am Mittwoch in Oldenburg weiter. Vielen Dank. Danke.